Wir beschäftigen uns hier in unserem Arbeitsteam an der Evangelischen Hochschule schon seit einigen Jahren mit den Fragen der Mensch-Technik-Interaktion. Was bedeutet es, dass Menschen Maschinen bauen, mit diesen Maschinen dann umgehen und auf diese Art und Weise eine Menge über sich selbst erfahren, weil diese Maschinen einem häufig auch als Spiegel dienen für das, was man da über sich selber nachdenkt? Mein Thema ist, dass diese Bilder zum Teil nur Abbilder sind, dass diese Bilder Scheinbilder sein können, dass es Täuschungen sein können und dass diese Bilder auch unvollständig sein können. Sie sehen mich zum Beispiel nur wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, wie, aber jedenfalls wissen Sie nicht, ob ich eine Hose anhabe oder nicht. Die Bilder, die Sie jetzt haben in Ihrem Kopf, darum geht es mir im Grunde. Aber natürlich geht es nicht um meine Hosen, sondern es geht um Wissenschaft bei mir und vor allen Dingen um frühe Wissenschaft. Bilder, die sich Menschen machen von der Welt, vom Menschen selber, vom Weltgeschehen. Und ein früher Wissenschaftler, der sich hier Gedanken gemacht hat, ist Heinrich Hertz. Heinrich Hertz ist als Physiker ungeheuer erfolgreich gewesen, obwohl er nur 37 Jahre alt wurde. Er hat das Buch geschrieben, Prinzipien der Mechanik. Und dieses Buch hat eine sehr lange Einleitung. Und diese Einleitung gilt heute als eines der wichtigen Bücher in der Philosophie, jedenfalls in der Wissenschaftsphilosophie. Und er schreibt in dieser Einleitung diesen schönen Satz: Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände. Und zwar machen wir sie von solcher Art, dass die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder sein von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Den zweiten Teil, der ist natürlich sehr interessant und wichtig, aber es geht mir eigentlich erstmal um den ersten Teil dieses Satzes, dass wir uns also Bilder machen von den äußeren Gegenständen, dass wir etwas beobachten und was passiert dabei in unserem Kopf? Wir machen uns eben Bilder und diese Bilder berücksichtigen nur wenige Aspekte von dem, was es vielleicht wirklich gibt. Und was es wirklich gibt, können wir gar nicht wissen. Also dieses Bild zeigt praktisch das Gleiche wie bei Hertz. Wir haben also eine Ding-Ebene auf der rechten Seite und eine Phänomenebene auf der linken Seite. Und dazwischen haben wir ein Medium. Und aus diesem Selbstverständnis und Verhältnis auch Schlüsse zu ziehen im Sinne, was sollen wir denn tun? Und das wären ja Fragen, die oben drüber liegen, wenn man so will, über diesen anthropologischen Bildern. Nämlich, was bedeutet das für unsere Moral? Der Titel Moral natürlich künstlich ist ja so ein bisschen doppeldeutig und ist auch irgendwie ein bisschen verfänglich in diesem Zusammenhang, aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir gucken uns das Zusammenwirken von Menschen und Maschinen an, dass wir versuchen, uns die Arten des Zusammenwirkens von Menschen und Technik mal handlungstheoretisch anschauen. Und da wird das vielleicht nochmal deutlich, was ich im Sinne einer politischen Aufgabe, einer institutionalisierten Aufgabe der Unterstützung des Zusammenwirkens meine. Sie sehen hier die drei klassische Symbole und diese Aufteilung von handlungstheoretischen Zugängen zu Technik, die müssen Sie nicht teilen. Ich will jetzt auch keine Nomenklatur betreiben, aber das ist jetzt ein Vorschlag von Christoph Hubig, den ich jetzt hier aufnehme und der uns hilft, das zu sehen, worum es mir jetzt geht. Sie sehen hier das Symbol des Hammers, Sie sehen den Waschautomaten, jetzt nicht den Fahrkartenautomaten, den habe ich irgendwie nicht gefunden als Symbol so schnell. Und Sie sehen hier das System der Stadt und das Verkehrssystem. Und die Unterscheidung, die diese Symbole für uns hier eröffnen, ist die der zwischen Werkzeug, Maschine und System. Welche Rolle spielen Maschinen in unserer Lebenswelt? Also inwiefern sind sie Medien, in denen wir das gute Leben begegnen, die dazu führen, dass wir Gutes erfahren in unserem Leben. Also nicht nur, dass uns Gerechtigkeit widerfährt, dass wir nicht ausgeschlossen werden, nicht diskriminiert, dass wir teilhaben können, sondern eben auch, dass wir was Gutes erfahren. Also zum Beispiel das Gute, das darin steckt, dass wir auch im Alter noch mobil sein können. Inwiefern wir eine Unterscheidung brauchen jetzt zwischen sowas wie einem Zugangsbewusstsein und so einem phänomenalen Bewusstsein, also inwiefern wir jetzt das subjektive Erleben so, sagen wir mal, von Repräsentationen von Bildern unterscheiden müssen oder können. Also das würde mich jetzt interessieren, wie Sie das sehen. Also schaffen wir das da mit Blick auf die Konstruktion von Bildern zu unterscheiden zwischen mentalen Zuständen und sagen wir mal, kognitiven Repräsentationen? Das würde mich interessieren.
Jetzt bin ich ja weder Ethiker noch Psychologe. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage überhaupt beantworten könnte. Was mir wichtig scheint, ist gerade bei Thomas Nagels Beispiel, dass man einfach davon ausgehen muss, egal wie sehr man Forschung macht, man kommt nicht rein in den Kopf. Und man kann also nicht fühlen, was eine Fledermaus fühlt. Und übertragen heißt das ja einmal, man kann sich eigentlich auch nicht in einen anderen Menschen reinversetzen. Man geht davon aus, dass Menschen genauso funktionieren, denken, sich benehmen wie man selber, dass das Gleiche passiert bei anderen Menschen, aber das ist eine These oder eine Theorie. Die Frage wäre für mich vielmehr, muss man das nicht auch Maschinen konstatieren? Kann man einfach nicht wissen, ob irgendwie ein Funke überspringt, wenn nur genügend Neuronen da sind? Die These wird ja vertreten. Neuronale Netze, alles Zukunftsmusik, aber irgendwann, wenn die Masse groß genug ist, gibt es emergente Phänomene und dann ist die Frage, muss man nicht auch Maschinen zugestehen, dass sie die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, dass sie genauso behandelt werden müssen wie Menschen? Und das heißt, wir müssen eigentlich immer diese Schleife drehen durch das menschliche Urteil. Menschen müssen uns plötzlich sagen, was ist moralisch oder nicht moralisch, damit wir Maschinen trainieren können. Und in diesem Fall, oder wie sensibel muss eigentlich ein Mensch einen anderen behandeln, damit wir dort sozusagen als so rein technisch gesehen pragmatisch Trainingsmaterial bekommen, um Standards irgendwie, wenn wir sie auch nicht explizit formulieren können, zumindest irgendwie vielleicht dann, dass wir der Hoffnung sein können, eine Maschine kann aus den Trainingsdaten das irgendwie sozusagen implizit raus extrahieren, wenn es da so Muster und Regeln gäbe. Aber wir brauchen diese Trainingsdaten. Das ist natürlich irgendwie eine ganz spannende Frage eigentlich. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen eben in dieser Debatte des autonomen Autofahrens irgendwie, noch nie haben sich Menschen so viel Gedanken gemacht über dieses Trolley-Dilemma zum Beispiel. Ja, warum jetzt? Weil wir plötzlich jetzt verlangen, von autonomen Autos auch irgendwie so moralisch agieren zu können oder kompetent sein zu können. Und plötzlich sind die Entwickler, also es ist nicht mehr der Fahrer, der in Millisekunden irgendwie im Affekt entscheiden muss, wohin er jetzt steuert. Plötzlich sind die Entwickler jetzt in der Situation, die Regeln aufstellen zu müssen eigentlich, ne? Und woher bekommen die? Und da gibt es jetzt natürlich ganz viele spannende Forschungsprojekte, wie zum Beispiel vom MIT, dieses Moral Machine Projekt, dass er versucht, genau das aus sozusagen irgendwie über Crowdsourcing aus den Massenmeinungen, die Common Sense Meinung sozusagen zum Beispiel zu bestimmen eigentlich. Ne? Der heutige Vormittag hatte zunächst mal so den Blick auf das Historische und das Ethische zu fragen, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? So ein bisschen die Phänomene aus einer theoretischen Perspektive zu versammeln, wobei Theorie jetzt nicht heißt, irgendwie fernab der Lebenswelt, aber doch in einer grundsätzlicheren Weise darüber nachzudenken, was bedeutet das für unsere Lebenswelt und für unser Verhältnis zu uns selbst und zu dieser Welt? Im nächsten Block, der jetzt angezeigt ist, wird es stärker um Praxisbeispiele gehen. Also was passiert in der Praxis? Was wird momentan gerade an Maschinen entwickelt? Welche Form der Mensch-Maschine oder Mensch-Mensch-Maschine-Interaktion werden gerade ausprobiert? Und hierfür haben wir zwei Referenten gewinnen können, die uns aus ihrer eigenen Arbeit berichten werden. Wir beginnen mit Herrn Claude Toussaint aus München. Er ist Geschäftsführer einer Firma, die nennt sich Naval Robotics. Und diese Firma arbeitet zusammen mit einem größeren Forschungskonsortium, das ich auch teilweise als Ethiker begleite, an einer sozialen, sozioemotionalen Robotik. Also keine Roboter, die jetzt große Tätigkeiten im Sinne von anreichen, heben, tragen oder so etwas exekutieren können, sondern Roboter, die als soziales und emotionales Gegenüber fungieren. Daran wird in diesem Projekt gearbeitet und Herr Toussaint wird uns das zunächst mal in einem Film vorstellen und in der anschließenden Diskussion dann auch noch gegebenenfalls mit weiteren Folien untermauern. Soziale Resonanz wird beschrieben als ein Merkmal von einem gelingenden Leben. Dabei können wir soziale Resonanz nicht nur aufbauen mit anderen Menschen, sondern auch mit anderen Haustieren wie Hunden zum Beispiel. Aber all unsere intelligenten Produkte können das eben nicht. Sie sind sozusagen unsozial. Sie können nur auf der Datenebene, auf der kognitiven Ebene mit uns interagieren, aber nicht auf der sozial-emotionalen Ebene.
Also wenn ich von sozioemotionaler Robotik spreche, was meine ich damit eigentlich? Ich denke nämlich da zunächst an die sozioemotionale Interaktion. Das heißt, dass ein System, ein Roboter, Emotionen, die soziale Situation wahrnehmen kann und angemessen darauf reagieren kann. Aber auch, dass ein Roboter emotionale Signale senden kann oder emotional sprechen, Signale senden kann. Dafür kann es unter Umständen sinnvoll sein, dass der Roboter selbst Emotionen oder Modelle davon implementiert wird. Das ist aber nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht die sozioemotionale Interaktion. Jetzt kann man sich fragen, warum muss denn überhaupt ein System, ein Roboter, Emotionen wahrnehmen oder auch senden? Das Ganze ist ein BMBF-Forschungsprojekt, also vom BMBF gefördert. Im Konsortium sind 6 Partner, 3 Universitäten und 3 Unternehmen. Das Projekt läuft 3 Jahre. Herr Stefan Kopp von der Universität Bielefeld vom CEITEC-Institut wird eben später auch noch einen Vortrag halten. Viva ist eine hüfthohe Roboterfigur, die von sich aus Gesellschaft sucht und auch eben aktiv leisten kann. Sie erkennt von sich aus Emotionen und reagiert darauf und soll durch eine sehr lebendige und autonome Aktion und durch ein solches Verhalten sich eben ausprägen. Was sind die Zielfelder? Zum einen Pflegeheime sehen wir, weil Viva Pflegebedürftige emotional und kognitiv aktivieren kann, wie wir in Interviews herausbekommen haben. Und dabei eben auch die Pflegekräfte entlasten kann. Mal ganz eingang kurz zu meiner Person 2 Sätze. Ich bin Diplomkaufmann, habe selbst 15 Jahre KUKA hinter mich gebracht. Ja. Und bei Robotik muss ich manchmal schmunzeln. Ich habe letzte Woche einen Tagungsband bekommen des Fraunhofer-Instituts aus dem Jahr 1996, das nahezu alle schweren körperlichen Arbeiten in der Pflege spätestens im Jahr 2011 von Robotern durchgeführt werden. Ich habe bis jetzt noch keinen Roboter im Pflegeeinsatz gesehen. Und wenn man nach Japan schaut und schaut sich auch diesen Robby an, der Menschen aus dem Bett heben soll, das wird noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe langsam das Gefühl, medial sind Pflegeroboter äußerst präsent, auch für die Politik. Aber ob sie den Pflegenotstand beseitigen können, viele, viele Fragezeichen. Ja? Für das Prototypenstadium ist noch keiner hinausgekommen. Und deswegen glaube ich hier, dass ich heute zusammen mit dem Herrn Ristock ein paar Systeme zeige von einem Verbund deutscher Medizin- und Kommunikationsfirmen, wo manche Produkte schon 25 Jahre hinter sich gebracht haben und in der Pflege bis heute immer noch nicht angekommen sind. Und ich glaube, ähnlich wie in der Robotik haben wir uns vorgenommen, ein Gesamtsystem zu integrieren, das sozusagen auch klassische Roboter zu diesem Thema substituieren kann, weil ich brauche immer die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und damit ende ich und übergebe das Wort an meinen Herrn Ristock. Kernpunkt sind natürlich da auch sind die Klienten. Was macht es für die Klienten? Was hat es Auswirkungen auf das Klientensystem? Also die Menschen, um die wir uns eigentlich sorgen. Was sind Formen? Und da entsteht zum Beispiel durch eine solche höhenverstellbare Toilette ein ganz anderes Menschsein. Sie müssen sich ja immer nur selber emotional vorstellen, wie fühlen Sie sich, wenn Sie auf der Toilette sitzen und vor Ihnen steht jemand und hebt Sie hoch und Sie sind, und es sieht voll Ihre Scham. Ich glaube, ein Bild, das keiner so gern mag. Und insofern sind es kleine Dinge und gerade der Badbereich ist sehr schambehaftet. Und wir wollen einfach mit den Lösungen, die wir hier haben, eine sofort verfügbare Lösung haben, aber gleichzeitig und kein Aber, sondern und gleichzeitig den Menschen, die wir betreuen, ganz neue Chancen eröffnen, ihr Menschsein zu leben und ihrem Lebensalltag selbstständig zu bleiben. Also dieses selbstbestimmte Leben, das wir aus der Behindertenhilfe so stark kennen. Wenn man jetzt weitergeht, hat natürlich auch die Pflege- und Betreuungskraft Verbesserungen, vor allen Dingen natürlich auch in der Arbeitsbelastung. Uns geht es bei dem Aufstehbett auch darum, besonders im Muskel-Skelett-Bereich Entlastung zu bringen. Einen, wie mich, 100 Kilogramm Menschen aus einem Bett in einen Rollstuhl zu transferieren, ist eine enorme körperliche Belastung. Die BGW hat da, die Berufsgenossenschaft Wohlfahrtspflege, entsprechenden Studien auch gemacht. Die gehen deutlich über die Werte der Hebelastenverordnung hinaus.
Und wir reduzieren damit einfach die körperliche Belastung und reduzieren gleichzeitig die Zeit, denn für solche Patienten sind dann eben nicht zwei Personen notwendig, sondern nur eine entsprechende Person. Und das Ganze mündet natürlich in einer Gemeinwohlorientierung. Obwohl wir kommerzielle Firmen sind, sagen wir, auch Dinge, die kommerziell sind, können im Sinne der sozialen Marktwirtschaft oder unserer schönen Artikel 151 der Bayerischen Verfassung dazu dienen, dem Gemeinwohl zu dienen. Der Effekt des Gesamtsystems, insgesamt 50.000 Pflegekräfte, und wir haben auch noch Effekte für die Wirtschaft, weil von der Pflegebedürftigkeit nicht nur die Klienten selber, sondern auch deren Angehörige, die 50- bis 65-Jährigen betroffen sind. Julia Petersen hat hier nochmal zu dem Thema Pflegequalität was geschrieben. Verstehe ich das richtig, dass die Pflegequalität verbessert wird, indem keine Pflege mehr stattfindet? Hier kommt es wahrscheinlich auf die Definition von Pflege an. Wenn Pflege beispielsweise als handlungsbezogene Beziehungsarbeit definiert wird, scheint es schwierig, die Qualität zu verbessern, indem die Pflegekraft beim Einsatz möglichst umfangreicher Sensoren das Zimmer nicht betreten muss. Darauf hat Herr Kopp hat hier schon schriftlich darauf geantwortet. Ich lese mal vor. Pflegende sollten assistiert, nicht ersetzt oder ausgeglichen werden durch Roboter bzw. KI. Mhm. Für diesen Vortrag konnten wir Herrn Professor Martin Schnell gewinnen. Er hat den Lehrstuhl für Sozialphilosophie und Ethik im Gesundheitswesen an der Fakultät für Gesundheit an der Universität Witten-Herdecke. Er hat sehr, sehr viel zu dem Thema Digitalisierung, Gesundheitswesen geschrieben und auch immer sehr stark unter diesem Aspekt, wie kommt der Mensch eigentlich in diesen Prozessen vor und was ist das eigentlich für ein Mensch, der sich dort in diesen Prozessen erlebt und erfährt. Und darüber werden wir jetzt von ihm auch gleich noch mehr erfahren. Schön, dass Sie da sind, Herr Schnell, und ich bitte um Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, von zu Hause aus bei Ihnen in der Welt sein zu können. Ich habe den Lehrstuhl für Sozialphilosophie und Ethik im Gesundheitswesen. Das liest sich folgendermaßen. Die Denomination ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Wenn es ums Allgemeine und Grundsätzliche geht, spreche ich als Philosoph. Das bin ich ja von Hause aus. Gesundheitswesen ist dann das besondere Feld, auf die hin die Sachen dann bezogen werden. Und die Ethik, das ist irgendwie so das Verbindende. Hier ist unser Pain-Apper. Sie sehen, ein älterer Herr, der hat das Tablet in der Hand, sitzt im Wohnzimmer, verwendet dort gerade die visuelle Analogskala von 0 bis 10. Sie kennen das alle. Da sind noch andere Dinge auf diesem Tablet zu sehen. Oben die Internetadresse www.pain-app.de. Da können Sie dann genauer, wenn Sie das wünschen, nachgucken, wie das im Einzelnen dann funktioniert. Entwickelt worden ist das zusammen mit der Universität Paracelsus in Salzburg. Natürlich ist es so, dass ältere Menschen eine gewisse Distanz zur Technik haben und wie die Studie von Seeling und Blotenberg und anderen nachgewiesen hat, das wurde heute auch schon einmal angesprochen, wenn denn eine spezielle Schulung stattfindet, sodass diese Menschen damit umgehen lernen und auch ein kommunikativer Erfolg, dass das irgendwie auch klappt, dann steht nichts dem Einsatz dieser Technologie auch durch ältere Menschen und deren Verwendung im Sinne der Pain-App im Wege. Kommen wir zur ethischen Betrachtung. Also wir sind in der Zeit mit der Digitalisierung und sind dann mindestens in der Phase 2, wenn nicht in Phase 3. Das heißt, die problematischen Aspekte und die vielleicht wünschenswerten oder verfolgenswerten Aspekte haben sich längst miteinander vermischt. Die zentrale Frage, wenn wir das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, mal auf die zuspitzen, ist, gibt es Autonomie für hochaltrige Menschen mit Demenz zukünftig noch ohne Technologieeinsatz? Und wenn es nur mitgibt, was machen wir mit den Ambivalenzen? Bei unserer Untersuchung und bei anderen hat sich gezeigt, dass die Befürworter der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung im Durchschnitt 32 Jahre und jünger sind. Ja, wir gucken mal eben, wie alt wir sind, die wir an der Tagung teilnehmen. Ja, die Zukunft sind diese Leute und die Nachwachsenden. Das heißt, diese romantische Auffassung, dass wir die kalte Technik haben und das warme menschliche Herz und dass wir uns da doch sehr stark von Japan unterscheiden, das ist eine zeitbedingte Einstellung, von der wir ausgehen, dass die können, dass sie so, wie sie jetzt gerade besteht, momentan nicht mehr zukunftsträchtig ist. Was machen wir da? Warum machen wir das? Wie wir es machen? Und was bedeutet das? Und das finde ich ganz wichtig, dass diese Perspektive eben nicht nur von sogenannten Geisteswissenschaftlern
getragen und vorgetragen wird, sondern auch von Leuten, die man der Technik oder der Naturwissenschaft zurechnet. Auch die stellen nämlich solche Fragen. Und Stefan Kopp wird uns jetzt eben aus seiner Perspektive mal diese Fragen etwas genauer durchbuchstabieren und uns zeigen, warum und wie diese Perspektive ebenso wichtig ist. Stefan, du hast das Wort. Was macht KI und die Entwicklung der KI und auch die Entwicklung der Mensch-Technik-Interaktion, zum Beispiel soziale Robotik, mit Menschenbildern und mit Maschinenbildern? Wenn wir mal anfangen mit der aktuellen Situation, dann sehen wir ja, im Moment leben wir in einer Zeit, in der die KI unglaublich, sagen wir mal, gehypt wird. Also sie ist in aller Munde und wir bekommen irgendwie verheißungsvolle Versprechen, sowas wie ein Algorithmus kann ein menschliches Verhalten besser vorhersagen als Menschen. Und da steckt ja schon gewisse Annahmen darüber drin, was ist eigentlich ein Mensch? Erstens, sein Verhalten ist irgendwie vorhersehbar oder auch vorhersagbar. Und zweitens irgendwie auch selbst, und das selbst kann aber auch eine Maschine sogar besser als ein Mensch. Und genauso fangen wir jetzt eben auch an, in ganz vielen Interaktionsszenarien, in Projekten und aber natürlich auch vor allen Dingen in der Industrie, verschiedene Szenarien und Systeme und Entwicklungen auch zu sehen, wo es darum geht, ja, wie kann eigentlich die menschliche Intelligenz durch KI ergänzt oder erweitert werden? Da kann man sich jetzt fragen, wie ist eigentlich das Menschenbild dabei? Also wie ist das System eigentlich als solches designt und die Schnittstelle? Und wie sollte der Mensch eigentlich dann mit dem System arbeiten? Ja, oder welchen Einfluss hat denn sozusagen dann irgendwie natürlich das Design darauf, wie der Mensch mit dem System arbeitet? Und wie ist die ganze Interaktion als solches konzeptualisiert? Und welche Rolle nimmt zum Beispiel der Mensch ein? Welche Rolle nimmt das System ein? Und umgekehrt auf der Seite des Nutzers entsteht aber auch sowas wie ein Maschinenbild. Also die Mensch-Maschine-Interaktion fragt sich auch immer, welches Bild soll der Mensch eigentlich vom System haben? Wie sieht der Mensch das System oder soll er es sehen? Also kurzes Fazit, die KI, das war der erste Teil des Vortrages, die nutzt ja verschiedene Menschenbilder und schafft auch verschiedene Menschenbilder. Und in ihrer Entwicklung haben die sich aber auch geändert. Und wurde der Mensch früher als Vorbild ideal angesehen, wird er heute eben stark auf das Verhalten reduziert und als vorhersagbar, optimierbar und aber auch übertreffbar betrachtet. Das geht sogar so weit, dass heute ja oftmals auch Menschen im Sinne, also für eine KI arbeiten, indem zum Beispiel sogenannte Clickworker oder Crowdworker zu Hause sitzen und viele Bilder für sehr wenig Bezahlung irgendwie labeln, also annotieren, damit KI-Algorithmen trainiert werden können. Dafür hat sich die moderne KI eben wirklich auch vom Vorbild des Menschen getrennt, im Sinne von menschliches Denken muss verstanden und auch umgesetzt werden. Mensch-Technik-Interaktion stellt den Menschen in den Mittelpunkt, oft mit dem Ziel eines optimalen Mensch-Maschine-Systems. Aber man kann sagen eben, aber dieses negative Menschenbild, man könnte aber auch eigentlich sagen, es ist eigentlich ein aufgeklärtes oder realistisches Menschenbild, liefert eben genau die Legitimation für Assistenztechnologie. Und durch KI und Robotik wandeln und erweitern sich eben diese möglichen projizierten Menschen-Maschinenbilder. Aber wir wissen, wir sind gerade erst am Anfang eigentlich zu verstehen, wie die eigentlich erzeugt werden können und auch sollen, wie sie sich verändern können und sollen und wie die dann aber auch funktional, also für die Interaktion, aber auch sozial und ethisch zu bewerten sind. Aber ich denke, je nachdem, welches Bild wir nehmen, welche Analogien wir nehmen, den Roboter mit dem Menschen vergleichen, kommen wir in ganz andere Antworten, Fragen und Antworten, als wenn wir es mit einem Tier vergleichen. Oder wenn man den Roboter und die künstliche Intelligenz als eigenständige neue Wesenseinheit begreifen, die eben nicht mit dem Mensch zu vergleichen ist, auch nicht mit dem Tier zu vergleichen ist. Wenn wir jetzt dieses berühmte Buber-Zitat nehmen, dann sollten wir vielleicht auch den Aspekt mit hinzunehmen, den wir jetzt ja auch schon angedeutet haben, dass es bei dieser Begegnung von Ich und Du auf die Botschaft ankommt, die das Ich erreicht, vom Du her. Und die kann ja durchaus vertrauenswürdigen Inhalt sein oder nicht vertrauenswürdigen Inhalts. Ich würde jetzt mal als Theologe jetzt sagen, ja, da kommt es eben doch darauf an, dass der Mensch etwas über sich erfährt, was er sich nicht selber sagen kann. Also das ist auch im Sinne Bubers die Botschaft, die er jetzt von sich über sich von Gott erhält. Aber das können wir jetzt mal ausklammern, die große Frage, wo wir überhaupt ein Gegenüber finden in dieser Welt als Menschen. Ich würde das gerne jetzt doch nochmal zurückkoppeln mit dem, was Herr Kopp gesagt hat, was die Vertrauensgenese angeht in Technologie. Das fand ich hochspannend und das würde ich gerne mehr über Ihre Studien da erfahren, weil wir ja dann doch über einen Vorgang sprechen, wo wir jetzt nicht ein unmittelbares Vertrauen irgendwie in der Begegnung von Ich und Du oder Ich und Technik haben, der Mensch-Technik-Interaktion, sondern wo sich so ein Vertrauen zweiter Ordnung einstellen muss. Also wo wir jetzt sagen würden, ja, also wir müssen irgendwie ein Vertrauen in die Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers gewinnen, sei es jetzt ein Hund, sei es jetzt
ein Roboter, sei es ein Mensch. Und dieser Vorgang, dieser Vertrauensgewinn, der entsteht durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also,